Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Mit unseren Wettercams schauen wir da heute auf Meierhofen. Wie man merkt, da ist der Winter ja schon eingekehrt. Zumindest ein bisschen, ein paar kahle Stellen, wie ich so schön sagen möchte, sind da noch vorhanden, auch in Sölden. Also da geht noch ein bisschen was. Frau Holle, die könnte da jetzt auch mal noch ein bisschen nachlegen, damit es auch tatsächlich Schnee- und Skifahrgarantie da gibt, ohne beschneien zu müssen. Und wir schauen mal nach Europa, zu unserem Kontinent, damit ich es rausbekomme. Auf der britischen Insel bis nach Mitteleuropa, da wird lebhafter Westwind. Es ist auch richtig feucht. Frankreich, England, Polen, da ist es wirklich nass und auch in Italien und am Balkan, auch da braucht man den Regenschirm. In Österreich, da ist es dasselbe Spiel. Wir liegen da gar nicht im Minusbereich, daher eben kein Schnee, sondern es ist richtig nass. Und gerade heute Morgen gibt es auch jede Menge Glatteisgefahr. Also da ist wieder beim Autofahren größte Vorsicht geboten. Es regnet übrigens auch die nächsten Tage weiter, aber schauen wir mal zur 24-Stunden-Prognose in den Westen. Also da kommt man heute nicht drum rum, die Regenjacke sich da anzuziehen, wenn man da raus muss oder gar die Gummistiefel auspacken, auch eine Variante. Und ebenso im Osten, wir liegen da um die 9 Grad, da waschelt es aber nicht so gewaltig wie dann doch im Westen. Wir schauen zur 7-Tage-Prognose, wie es da weitergeht im Westen. Also es ist dann schon so, dass auch das Wochenende eher verregnet ist und am Sonntag, da kann es sogar wieder Schneefall geben. Im Osten ein Mix aus Sonne und Wolken, allerdings ist es da so, dass es dann ein bisschen trocken bleibt, zumindest allerdings fällt auch hier das Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Und damit kommen wir zu Marcel Schachinger und den Breaking News.